So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Zombie baut sehr viele Maschinen und ist sehr verwirrt dabei. Ich meine natürlich Nova Lads. Beim letzten Mal haben wir unten die Wüsteninsel ein bisschen geupgradet und da angefangen Linsen herzustellen, die hier schon schön gut herumliegen. Ja, genau. Mit so ein bisschen Eisen und sowas. Und oben die Titaninsel gestartet, wo am Ende der Folge die ersten Titanbarren fertig waren, die ich noch nicht mal abholen konnte, weil ich die Folge da zu dem Zeitpunkt gerade am Abmoderieren war, wo die fertig wurden. Nämlich da. Sogar zum 2. Also er stellt ja 3 gleichzeitig immer her, genau. Das ist eine schöne Menge. Ja. Soll mein Bot einfach was zu tun haben und die Titanbarren da in die Mitte reinlegen? Ist angenehmer auch, um die für mich zum Nehmen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Sehr schön. Ja, wir stellen da massig Titan her. Hier haben wir unsere Bäume und sowas. Und die Kommentare waren fleißig. Ich habe gar nicht auf die Kommentare in den Folgen davor eingegangen. Aber ich kann kurz mal alles durchgehen. Gebt mir eine Sekunde. Unter paar 10 hat jemand geschrieben, warum die Bienenkönigin auf meiner Insel da oben immer so eskalieren. Immer wenn die 4 Waben voll sind, also wenn die Bienen 4-mal gegessen haben. Danke, ich will immer in dieses Haus auf jeden Fall. Dann spawnt eine weitere Bienenkönigin und die zieht halt auf so einen Baum. Also eigentlich müsste ich, und wenn sie keinen Baum finden, sterben die scheinbar einfach. Ja, das ist scheinbar eh die Maximalanzahl von Bienen auf einer Insel. Also es können eh nicht mehr werden und die machen ja nichts. Also eigentlich ist es egal, wie viele existieren. Aber ja, solange die keine Bäume haben, wachsen auch keine weiteren Bienen mehr und eine Insel voll Bienen macht ja nichts. Ganz selten mal angreifen. Also alles cool. Ein anderer Kommentar unter Part 10 hat noch geschrieben, dass ich die mittlere Insel als Lager nutzen soll und von dort aus alles hinliefern soll. Mache ich ja so gesehen mit diesen Armen. Also ich habe ja hier alles, was ich brauche, eigentlich immer auf diesen Armen liegen zum Bauen und kann es dann immer auch weiterliefern an andere Inseln. Also im Prinzip mache ich das ja sowieso schon. Die Arme sind ja super praktisch, um Sachen über Inseln zu liefern. Irgendwie auch praktischer als die Flugdrohne. Aber die Drohne ist sehr viel platzsparender. Und ich glaube, früher oder später geht es halt nur noch auf Platz, sobald jede Insel komplett mit Maschinen vollgesetzt ist. Einfach nur, um 10.000 Stahl herzustellen oder so. Und ein anderer Kommentar meinte natürlich, dass, was auch logisch ist, dass halt umso mehr ich hier auf dieser Insel gebaut habe, umso weniger Platz ist, dass Steine und so spawnen können. Also eigentlich wäre es klug, alles so auf die linke Seite von Maschinen so richtig gestackt zu bauen. Aber irgendwo will ich gleichzeitig Ordnung haben. Aber alles eigentlich so kompakt wie möglich zu platzieren, ist eigentlich auch eine Priorität. Besonders hier können wir jetzt auch die neuen Bäume reinmachen, wenn ich mir ein bisschen Gold hier kurz mal snacke. Dann können wir das nämlich jetzt auf 2 Bäume ändern. Alles fällt ab. Und jetzt können wir die Wasserfarm hier auch gleichzeitig abreißen, weil ich glaube, die muss man ja nicht nochmal neu wässern. Ich muss das Wasser einfach mal da reinlegen, aber ich glaube, das brauchen wir einfach generell gar nicht mehr. Kann ich da noch mehr reinballern? Jawohl. Ich gucke halt mit den Lagern, welche ich später abreiße, je nachdem, wie voll welches Lager ist. Weil es mit den Zweigen sieht aus, als würde halt die Baumfarm reichen und das könnte einfach weg. Sogar, glaube ich. Dieser Lag, wenn man so ein Riesenlager zerstört. Ich lösche die einfach alle, die Äste, ja. Heißt, die Samenmaschine kann auch weg, ja. Und die Baumfarm schiebe ich ein bisschen hoch. So. Und die ganzen Eisendinger kommen hier nach links. Bisschen umsortieren kann ich hier auf der linken Seite noch, aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall mehr Fläche für Erze. So. Jetzt zu der Liste. Gaming ist Seda 4275. Hat uns eine sehr kompakte Liste zusammengefasst, was ich alles machen wollte und noch geplant hatte und umzusetzen habe. Wir sehen es hier. Ja, 1, 2 Sachen. In Kommentaren sind natürlich auch noch Listen von anderen Leuten, aber ich kann nicht alle gleichzeitig angucken, deswegen konzentrieren wir uns einfach auf die eine und ich mache mal was ganz Dreistes. Und irgendwie muss ich es nochmal kurz neu mit Enter alles voneinander trennen. So. Die Liste ist ein bisschen komprimiert, wie ihr seht. Bisschen kleiner am Rand. Aber ich habe einfach so alles, was offensichtlich ist, dann rausgelassen und nur die offensichtlichen Dinge gelassen. Wir können scheinbar hier auch sowieso bei Camilla uns ein Upgrade können kaufen, nämlich das letzte Sauerstoff-Upgrade. Mit einem Supercomputer und 10 Plastahl. Ja, zack, mehr Luft hier oben, warum nicht? Und für dich brauchen wir nur noch ein so Schmiermittel. Okay, dann haben wir die Upgrades von denen fertig. Das war ein geringerer Aufwand als erwartet. Ich weiß nur gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch irgendwo Schmiermittel habe. Nein, guck mal, die hier oben sind auch alle leer, meine Plastahlproduktion. Das darf auf keinen Fall passieren. Und die ganze Insel hier müssen wir auch noch überarbeiten. Aber das machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Gerade keinen Bock, die Insel da zu überarbeiten. Worauf ich Bock habe, ist Schmiermittel noch mit einem Kranarm einfach kurz rüberheben zu lassen. Ja, die Flugdrohnisierung passiert auch noch später auf jeden Fall. So, jetzt wird super Gleitmittel hier rübergebracht. Und ich stelle kurz alle Maschinen um, weil ich glaube, das kann man nicht kopieren. Dann reißen wir diesen Shop hier ab.
Den können wir später neu bauen, aber das Ausrufezeichen hier irritiert mich nur die ganze Zeit. Und wir kaufen ja eh in der Weltraumbasis die Upgrades. Oder direkt die Maschinen. Ich stelle mir kurz Schmieröl her. Die läuft einfach mit einfacher Geschwindigkeit erstmal neben denen. Und das ist einfach so, ja, Schmieröl. Kann man eigentlich hier einstellen an denen, dass die nur... Das wäre super cool, wenn ich hier einstellen könnte, so, yo, die heben nur 10 immer rüber oder so. Schade, dass es nicht geht. In den Transportarm. Aber wir haben unser normales Schmiermittel, Schmieröl, Schmierötelmehl, Supergleitzeug hier und komm, gib mir meine schnellere Gun, kaufen. Dann haben wir das Upgrade. So, jetzt wo wir die Waffen-Upgrades haben, werfen wir einen Blick ins Museum. So, hier in unserem Steam-Overlay haben wir auch Screenshot von allem, was wir brauchen. Ich guck mal, wie viel ich mal im Inventar kriege. Sandblume, Glas, Linse, Echse. Ja, Sandblume, Glas ging. Echse ist ein bisschen problematisch, bis ich den Tiervermehrer habe, weil auf der Insel ist der immer, sind die immer tot, bevor ich da überhaupt hinkomme. Aber wir können schon mal die von der Wüste abgeben. Das haben wir nämlich... Ach, alles dabei. Hätten wir bis letzte Folge nicht mal machen können, bis wir die Linsen hatten. Also eigentlich gut, dass wir so spät zum Museum gucken. Und die Upgrades brauche ich ja sowieso eigentlich nur für die Bosskämpfe, wenn es immer HP sind. Wir ändern mal den Vertrag unserer Exportrakete, bevor ich Museum weitermache und sagen, ich hasse meine Computerchips, maybe? Ja. Liefer mal automatisch Computerchips. Einmal kurz einfach so alles, wo wir nur 5 Sachen erstmal liefern müssen, abarbeiten. Computer haben wir bestimmt ja auch hier 1, 2, 14 Stück. Ja, guck mal, das können wir auch dann so ein paar Mal machen lassen. Bei Computerchips haben wir hier eine schöne Sammlung. Das ist auch gut so. Genau, dann kriegen wir jedes Mal 350 Punkte. Das sollte erstmal ein bisschen Zeug bringen. So, währenddessen sammeln wir Bambus, Blume, Kraftstoff, Schmier und Bienen. Bienen habe ich 5 Stück. Ich habe sogar 5 Königinnen, falls ich die für irgendwas brauche. So, dann können wir das wenigstens fertig machen. Da sollten wir alles haben. Ich weiß nicht warum, manchmal klicke ich die Sachen drauf und es passiert einfach genau nicht das, was ich machen will. Danke. Nice. Super. Marvelous. Und 5 Bienen hier. Tada! Die Sandinsel ist leider zu schwer mit 5 Kreaturen. Pow. Oh, sieht richtig sick aus. Das ist, glaube ich, sogar die, die uns diese erste Bossquest gegeben hat. Nice, Bienengeräusche. Haben wir jetzt irgendein Upgrade bekommen? Ach, wir müssen mit dir reden. Okay. Hast du etwas Neues mitgebracht? Ja, gib mir meine Belohnung. Zack. Gesundheitsupgrade und neuer Skin. Apropos neuer Skin. Wir haben am Ende der letzten Folge einen Totenkopf-Skin freigeschaltet und warum nicht? Kurz mal 5 Minuten mit rumlaufen, ja? Da ist er. Wie cool ist denn der Totenkopf? Die Pock-Echse finde ich auch gut. Ja, Zombie ist der beste Skin. Irgendwie kein Skin, wenn ihr mal die genau anguckt, so von den menschlichen Skins. Hier so, ne? Hat unten rechts diesen weißen Strich. Warum habe ich so... Sieht aus, als hätte ich so voll den Überbiss. Ich weiß nicht, warum ich da so einen weißen Strich habe, aber ich habe scheinbar als einziger einen Mund. Egal, Totenkopf, ausrüsten, zack. Wir sind dangerous, yo. Für die Qualleninsel benötigen wir Pilze, Plastik, Plastahl, Chips und Quallen. Habe ich, glaube ich, alles? Chips, Plastahl, Plastik, 2 Quallen nur. Oh, Quallen können wir auch unten im Schneegebiet holen. Und Pilze brauche ich noch. Wir haben zu wenig Pilze. Wir haben zu wenig Pilze. Oh, die Maschinen laufen nicht mehr. Und Pilze. So, 5 Quallen. Sehr schön. So, der Auftrag ist abgeschlossen. Dann machen wir den einfachen davon auch mal von den Computermodulen. Und die bringen 16.000 später, die Hypercomputer. Sind wahrscheinlich auch wesentlich umständlicher. Aber ich verbrauche einfach mal meine Computer erstmal für Cash. Damit wir im Weltraumshop gleich richtig reincashen können. Da freue ich mich drauf. Aber bevor wir das machen, erstmal 10 intelligente Sensoren hergestellt haben scheinbar. Guck mal, von den Bossblumen brauchen wir 5. Und dann hier auch so ganz viele Sachen. Die haben wir ja eh schon. Die habe ich ja gesammelt, Gott sei Dank. Das ist die Titaninsel und die ganzen Titanforschungssachen. Die Ecke können wir noch nicht machen. Hier, das können wir noch machen. Ah, guck mal, und hier haben wir auch diese alle roten Gegenstände-Ecke. Erstmal hier. 5 Pilze habe ich dabei, 5 Quallen habe ich dabei, 5 Chips habe ich dabei, davon habe ich 5 und davon habe ich 5. Ja! Süß. Richtig cool. Ich wünsche, das Gebiet wird noch mehr so danach aussehen, wie es hier auf dem Ding aussieht, im echten Spiel. Qualle. Hier, Bro, gib mir
mehr HP. Nochmal 20 Punkte mehr und ein Skin mit Zähnen. Guck mal, schon kaum beschwert man sich. Jetzt sind nur noch 4 Sachen unfertig. Die Schneeinsel können wir mal gucken. Wohl 5 von diesen Computern da hier reinwerfen ist halt echt teuer, aber mehr HP ist mehr HP. Und wir müssen noch, das steht gar nicht auf meiner Liste dabei, das Turm, obwohl den zweiten Boss friedlich besiegen stand dabei, ja. Doch klar, ist ja das Turmrätsel so gesehen. Da wollte ich nämlich mal kurz hingucken. Wir nehmen mal das Schwein mit. Weil tatsächlich weiß ich ja gar nicht, was dieser Turm hier von mir möchte. Weil, ja, wir haben halt hier nur diese Plattform. Ich würde sagen, eine Kreatur von jedem Gebiet. Inselaltar steht halt nur da. Es passt halt, es gibt halt für jede Insel eine Kreatur, die man damit verbunden ist. Das sind diese Wüstenviecher, hier Quallen. Da auf der Insel gibt es keine Kreaturen. Oh, sind das die Pflanzen von jeder Insel? Hier haben wir halt nur Steine, theoretisch. Das hier wären dann Beeren, Wüstenblumen, Pilze, die hier, Corneliablüten. Könnte halt alles sein, was darauf muss. Ohne Hinweis. Ich wüsste halt nur nicht, welche Pflanze hiervon gemeint ist, weil hier gibt es halt keine Pflanze, hier gibt es halt echt nur diese Krabben. Das Rätsel ist halt merkwürdig, weil hier auf der Insel gibt es keine Tiere, aber dafür Pflanzen, aber auf der Steininsel gibt es keine Pflanzen und dafür Tiere. Deswegen weiß ich nicht, was der Altar will. Stein und Wüstenblume. Ich guck mal. Oder es wird halt einfach nur die wichtigste Zutat von jeder Insel. Kann halt auch sein. Na, guck mal, es wirft alles raus, wenn es falsch ist. Okay. Ich hol mal noch einen Stock. Also hier gibt's den Stock. Und da gibt's Stein. Und ich hab's wieder daneben geklickt, scheinbar. Stein. Hier gibt's Sand. Hier gibt's die Pilze. Und hier gibt's die Blumen. Okay, es war scheinbar richtig. Auf nach oben. Mr. Boss. Ich hab einen Totenkopf und guck wütend. Aber eigentlich will ich die friedliche Lösung. Hallo, ich hab dich gefüttert bestimmt oder so, ne? Na, nicht schreien. Alles gut. Hier, genau. Gib mir einfach dein Zeug und flieg weg. Okay. Ja, 3 Behemotium. Okay, so kann man sich also auch das Behemotium holen und die Insel ist abgeschlossen. Auf der hier darf man ja auch nicht gar nichts bauen, nicht mal Luft. Okay, dann holen wir uns unsere Upgrades ab. Zack. 50% schneller schießen. Oh mein Gott, wie gut. Sehr schön. Jo, cooler Skin. Und mehr Luft für uns. Sehr schön. Gut, die haben jetzt keine Upgrades mehr. Ja, genau, sind aber leer gerade erstmal. Nehme ich mein Inventar auch wieder mit. Wir haben 6000 Credits, wenn ich hier mal oben in die Ecke gucke. Das ist 10 von 10. Und wir haben oben Titan. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz in die Weltallstation. Titan schon machen wir wieder am Ende der Folge an. Und ab geht's. Schaut mal, wie produktiv ich bin, wenn mir jemand eine Liste gibt, was ich abarbeiten kann. Warum sehen die alle so cool aus? Ich will auch eure ganzen Köpfe haben. Warum komme ich jedes Mal mit einer Drohung hier an? Das war nett gemeint mit den Köpfen, ich schwöre. Die besten Preise, blablablub. Tierklonmaschine, her damit. Zack. Wir können jetzt Tiere klonen. Sehr schön. Ja, mehr Ressourcenpaketen ist auf jeden Fall gut. Da kann ich halt mein ganzes Geld reinwerfen. Aber ich will tatsächlich erstmal die neuen Läden sehen, bevor ich hier mein Geld reinwerfe. Deswegen, Senior, also hast du etwas heute für mich? Natürlich habe ich Geld für dich, mein Bro. Zack, gib mir Laden 2. Yo. Sieht cool aus. Mit irgendeiner Schleuse. Du bist jetzt Level 40. Okay. Was willst du noch? 1000 für noch einen Shop. Ja, gib mir noch einen Shop. Komm, ich will 2 Shops angucken. Ich bin neugierig. Ja. Auch cool, mit so einem kleinen Haus. Vielleicht gibt es da Deko oder sowas für mich. Wer weiß. Ist das eigentlich... Ist das hier das Lebewesen oder wird er von diesem kleinen Parasiten auf seinem Kopf gesteuert? Weil, warum sollten riesige Statuen von den Haustieren... Okay, ich würde auch riesige Statuen von den Haustieren aufstellen. Ich hinterfrag's nicht. Hey du, wer bist du? Lass uns einen Spaziergang durch das Asteroidenfeld machen. Ob es sicher ist? Aber sicher doch. Raumanzug. Mit einem Raumanzug kannst du einen Weltraumspaziergang unternehmen. Kaufen? Rang 0 Upgrades. Sauerstoffreichweite, Sichtfeld, Rang 1 Upgrade. Ich glaube, wir haben einen neuen Spielmodus freigeschaltet. Den gucken wir beim nächsten Mal an, das Weltraumzeug. Dann machen wir erstmal Titan. Okay, das klingt cool. Und was hast du? Mein Bruder und ich haben die besten vorgefertigten Unterkunftslösungen für 2 Beiner in der ganzen Galaxie. Wir haben übrigens auch den Preis für das süßeste Mini-Haus-Modell gewonnen. Standardhaus. Maximaler Komfort auf 1. Ein einfaches Haus, das auf der Insel des Planeten gebaut werden kann. Ich habe ein Haus. Upgraden für 500. Ich hab ein besseres Haus. Komfort auf Stufe 3? Oh mein Gott, kaufen! Okay, ich habe keine Ahnung, was ein Haus macht, aber wir haben Hausstufe 3.
Ach, das kommt auf die Insel. Sehen die unterschiedlich aus? Vielleicht hätte ich erstmal die ersten Stufen angucken sollen. Ah, das Problem, wenn man zu viel Geld hat, ne? Tschüss. Ich upgrade mal hier die Schmiermittelproduktion. So ein kleines bisschen. Und das heißt, wir brauchen auch einen weiteren Stromgenerator hier oben in der Ecke. Da haben wir erst einen stehen. Genau. Machen wir einen zweiten Biokraftstoffbau hier hin. Level 41 sogar. Ach, ich liebe Gebäude. Dann kann ich ja jetzt hier einfach, das kopieren? Ich verstehe das Kopieren nicht. Was kopiere ich denn genau? Also ich stelle das jetzt hier so ein. Supergleitmittel mit Supergleitmittel herstellen. Ah, jetzt kann ich es kopieren. Okay. Aber wann kopiere ich etwas? Kopiere ich das letzte, was ich eingestellt habe? Wahrscheinlich, oder? Ich dürfte gerne nochmal genauer sagen. Es mangelt an Beeren, aber ich kann ja einstellen, dass die hier düngen sollen. Zack. So, und für die rechte Maschine brauchen wir die, diese hier öfter auf jeden Fall. Okay. Aber von denen haben wir auch massig, ne? Ja, auch ein ganzes Lager voll. Genau. Ach, mein Schweinchen schon wieder vergessen. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um Titan. Heißt, wir holen das einfach da oben und kaufen erstmal die Upgrades und schauen mal, was wir damit überhaupt machen können. Wir sollten ja vielleicht ein bisschen was haben in unserem Lager. Tada, 100 Titanbarren. So lobe ich mir das. Hallo, Forschungsmaschine. Ich möchte bitte komplexe Produktion erforschen. An welcher Maschine kommt es hin? Das ist an der Montageeinheit und die anderen beiden sind Raffinerien. Okay, erforschen. Tada! Mehr Sachen erforschen. Ja, und jetzt brauchen wir die hier. Wir brauchen diesen platten Chip und 5-mal das Sandwich. Ein lila Chip und 5 Sandwiches. Kriegen wir hin. Dafür benötigen wir Raffinerien. So, gucken wir mal. Ich möchte herstellen verstärktes Supermetall. Supermetall, ui. Ganz schön edel. Machen wir mal 2 erstmal. Und wo stelle ich unseren Chip her? An der Montage war es, ne? Machen wir mal 2-mal Montage hier hin auch. Gucken wir mal, ob wir hier überhaupt alles für den Chip haben. Das Titan. Ich glaube, ich lasse da nach unten liefern, die Titanbarren. Ja. Lass mir das auf der Hauptinsel auch bauen. Superkleber macht man aus Kohle und dem hier. Okay. Wir brauchen erstmal Superkleber. Kohle und rotes Gelee. Kennen wir. Und wir haben eine Insel, die gar nichts macht. Ihr wisst also, was erstmal kurz unten gemacht wird. Und zack. Das nenne ich eine Produktion. Und das ist die falsche. Upsi. Ich will nämlich Raffinerie. Ich bin nämlich raffiniert. So, das sieht doch nach einer Produktion aus. Wir wollen das hier haben und wir brauchen... Kann man in Raffinerien das reinmachen, was ich denke? Schmiermittel? Ja, kann man. Ich übertreibe gerade ein bisschen wieder schon von Material, oder? Egal. Man kann nicht übertreiben. So. Wir wollen hier Superkleber. Weil ich glaube, ich kenne nichts anderes, wo ich den roten Schleim für brauche. Deswegen machen wir einfach Superkleber erstmal. Dann brauchen wir eine Farm für unsere Quallen. Und auf der anderen Seite drüben eine Farm für Bäume. Hier kommen 2 Bäume rein. Heißt... wir brauchen kein Wasser, nee. Wasser muss man hier nur einmal, genau. Das wäre das Schöne. Und hier werden Saftpflanzen angepflanzt. Hier, für dich Wasser. So, Bäume sind auch gepflanzt. Und Bäume heißt Kohle. Dann erstmal nochmal die hier kurz aufstellen. So, 4 Stück, dass wir einfach Kohle herstellen hier. Und einfach, weil es geht... Baue ich eine Farm hier drunter und da haue ich Schweine rein. Produziere 1000 Plastahl. Jetzt kommen aber die ganzen wilden Frisuren. So, ein Schweinchen hier rein. Die Poop-Produktion startet. Und das heißt, ich kann hier sagen, bitte Tierkacke verwenden. Ja, dann braucht der nicht Bären auch das Schwein? Oh mein Gott. Nee, dann machen wir das nicht mit der Farm hier. Das ist mir dann zu umständlich. Oh, das Schwein wird aber freigelassen, wenn ich die Farm abbaue. Ich dachte, das kommt ja in der Kapsel raus. So, ein Dröhnchen hier auf die Insel. Level 42. Müssen gleich mal Skillpunkte verteilen. Du wählst Tierkacke aus. Lieferst immer einen Stapel an das kleine Feld hier unten. Das ist das Tierkacke-Feld. Ich kann theoretisch die Mitte später, da die ist ja jetzt eigentlich gerade hier nur für so ein bisschen Produktion da, umbauen zu so einem Drohnenlager, dass ich alle Materialien früher oder später so zur Mitte durch Krane liefern lasse. Und von der Mitte kann ich die mit den Drohnen einfach in alle Richtungen schicken, wo sie hin müssen. Zu allen Inseln, wo sie eigentlich hin sollen.
So richtig durcheinander. Aber ja, guck mal, Drohne liefert jetzt hier runter und jetzt kann hier gedüngt werden. Roboter legt auch direkt los und dann haben wir mehr als genug Holz für alles. Heißt, mehr Futter für euch. Dann superklebern wir die alle noch kurz und stellen super Gleitmittel noch bereit. Dann kriegt die Insel hier unten noch ein Dronchen. Zack. Und das kriegt Superkleber und liefert den Superkleber nach oben. Haben wir da irgendwo ein Lager? Da. Perfekt. Von der untersten zur oberen Insel, aber wir machen jetzt nicht Greifarme durchs ganze Spiel. So, alle noch mit Speed-Modulen ausstatten. Insel sollte automatisiert sein. Hoffentlich. Ich glaube schon. Achso, das Einzige, was wir jetzt früher oder später ändern müssen, ist, sobald wir Superdunger geskillt haben, das überall auszutauschen, ja. So, wir lernen den Superdünger. Sehr schön. Wir lernen die großen Pilze. Dann kann ich eh die Insel oben nochmal umbauen. Ja, passt ja. Wir können Plastikstahl immer noch verbrauchen. Das muss ich als nächstes lernen. Und danach mache ich die drei noch, die fehlen. Ja, also 4 Level noch oder so. Dann haben wir, glaube ich, alles, was ich haben will. So, jetzt aber an Tag 121 zu unserer großen Aufgabe. Ich möchte etwas herstellen. Genau, verstärktes Supermetall. Theoretisch so, das alles hier. Uns fehlt Plastikstahl hier auf der Insel. Ja, ergibt Sinn. Leg mal einfach erstmal meins da rein. Cool, das wird jetzt hergestellt. Und Schmierstoff fehlt auf der Insel auch. Heißt, es wären 2 kleine Lager. Eins wäre für Plastikstahl und eins wäre für Gleitmittel. So, 2 neue Drohnen hier bauen. Ziel auswählen, super Gleitmittel. Und du lieferst immer nur in 50er Schritten, genau. Ein erstes Ziel ist da oben das kleine Lager. Ja, die liefert das dann früher oder später an alle einfach. Okay, jetzt lassen wir die Bahn herstellen. Jetzt brauchen wir aber immer noch den anderen aus der Montageeinheit, wo ich nicht mehr bauen kann, weil ich meinen Plastikstahl weggelegt habe. Sehr schön. Da bauen wir erstmal eine weitere Montageeinheit. Hier in die Mitte. Und ich wähle schon mal das Rezept dafür aus. Die Linsen haben wir hier auf der Insel, die Computer auch. Okay, wir haben alles, glaube ich, hier auf der Insel, außer Titanbarren, da wo wir zufällig 100 mal kurz da reinfallen. Und ich sehe, der Strom reicht gerade so nicht. Wir machen einfach erstmal kurz da so einmal Solarpanel hin, weil ich gerade faul bin. Und sagen hier bitte, Auftrag abbrechen, mach wieder Stahl oder sowas. Ja, wir legen da die Hälfte unserer Computer rein. So, jetzt kann es hier arbeiten. Die Produktion von dem Mittel ist immer noch nicht genug, glaube ich. Ich mache mal noch eine Reihe mehr dran. Alle, wir kriegen halt immer mehr Maschinen die ganze Zeit. Klebrige Situation, Schweinekopf! Ist auch cool. Achso, und mein Haus steht hier noch. Das gucken wir uns mal beim nächsten Mal auch an. Erstmal will ich meinen Schweinekopf. Let's go, oink oink. Hallo, mein schweiniger Kollege. Er grunzt mich an, er erkennt mich. Wie viel Strom habe ich noch auf der Insel? Ah, ich habe das Bedürfnis, einen Dritten dahin zu stellen. Let's go. Und ich habe das Bedürfnis, mehr Raffinerien aufzustellen. Ja. Und die stellen alle Supergleitmittel her. Und benutzen Supergleitmittel. Ich weiß nicht, ob mein Material reicht, die alle zu betreiben. Aber wenn es das tut mit 2 Farmen und die kriegen später noch den Superdünger, die Farmen, dann ist echt insane. Und hier ist auch alles im Stillstand. Ja, weil nicht genug Kohle da ist. Okay, das verstehe ich ja. Dann tun wir das hier kurz rüberschieben und machen nochmal 2 mehr mal Kohlemaschinen her. Okay, Kohleproduktion ist einfach immer insane. Das verstehe ich schon. Aber wir haben jetzt gleich die Ultramaschinen. Da. Gib mir meinen Superstahl, ne? Verstärktes Supermetall. Genau. Nehmen wir mal alles raus. Wurde einmal hergestellt. Dann haben wir davon schon mal mehr als genug. Und damit können wir uns ja jetzt die neuen Öfen machen. Geil. Gut drauf hingearbeitet, die Folge. Und dann brauche ich jetzt nur noch da unten das, was hier rauskommt. Das dauert halt nur bei der Produktion ewig. Ja, dann sind wir jetzt hier. Der Mega-Schmelzofen. Holy, ist der riesig. Ja, stellen wir mal hin. Was bist du für eine Burg? 100. Achso, man braucht verpackte Barren. Genau, da war ja was. Wir brauchen den Verpacker. Den Alpaka-Verpacker. Und dann können wir 100 Eisenbarren auf einmal herstellen. Und 100 Titan und 100 Holzkohle und alles. Okay, aber wir brauchen Verpacker auf den Inseln dann. Heißt,
Wir fliegen mal kurz ins All und holen uns die Verpacker. Oink, oink, hallo, ich möchte bitte eine Verpackermaschine kaufen hier oben, ne? Oink, oink. Dankeschön. Unter, versorgt. Nee, das ist die Tierklonmaschine. Wo ist der Verpacker? Da ist der Verpacker. Verpackt Ressourcen in Pakete. Okay, wir haben ja hier unsere ganzen Lager. Setz mal neben die Drohne einfach. Hallo, Herr Verpacker, was kannst du? Ich möchte bitte mein Eisenerz in ein Paket verlagern lassen. Benötigt 100 von einem Erz und eine Verpackung. Ja, die 100 Erz habe ich erledigt. Was ist eine Verpackung? Was ist eine Verpackung? Wo kriege ich Verpackungen her? Habe ich Verpackungen irgendwann erforscht? Nö, hier sind keine Verpackungen dabei. Habe ich hier Verpackungen? Nein. Hier, leeres Paket. Aus Holz. Ah. An der Montageanlage. Dann wären es ja echt Amazon-Drohnen. Wenn ich gerade so überlege, dass ich mir dann so in die Mitte so eine Holzfabrik baue, die dafür sorgt, dass Pakete kommen, und lasse ich überall Pakete liefern, dass ich alles verpacken kann. Aber vorerst machen wir einfach, um zu gucken, mal eine Montageanlage hier nochmal daneben. Einfach alle Maschinen, die es gibt, bauen wir auf. So, bitte stell leere Pakete her mit Schmiermittel. Super. So, da werden jetzt Pakete hergestellt. Und die werden da jetzt befüllt. Ist das der Ausgangsbehälter? Ja, wir haben 200 Eisenerz, welches verpackt ist. Und hier in dem Ultraofen sage ich jetzt, bitte stell mir Eisenbarren her. Aber wir brauchen noch einen zweiten Verpacker. Oh Gott, das will, das wird so ein Durcheinander noch. So, Verpacker 2. Du brauchst nämlich Holzkohle. So, und hier lassen wir jetzt unsere Holzkohle verpacken. Okay, und dann werden die beiden Pakete einfach in einem Ofen zusammengeworfen. Und das macht dann einfach ultimativ viel. Da steht sogar 150 Eisenbahnen. Warum nicht mehr 100? Ach, Kohle würde 100 hergestellt werden, aber nicht Eisenbahn. Okay, da wird das erste Paket abgefüllt. Und die Pakete werden sogar richtig schnell gefüllt, wenn die da sind. Oh. Und die sind echt laut. Okay. Jetzt ist gleich das erste Kohlepaket fertig und dann sollte die Maschine hier arbeiten. Und das dauert ein bisschen. Ja gut, sollte es mich wundern, es stellt halt 100 Stück her. Das Einzige, was mir nicht gefällt, die Bots hier sind selbst zu zweit komplett überfordert, diese Maschinen zu befüllen. Also diese 100 Eisen da halt so reinzuwerfen. Andersherum braucht die Maschine halt so oder so ewig. Und ich kann theoretisch auch 300 Eisen da schon reinlegen. Ja. Ich wünschte, die Bots könnten Stapel tragen. Das wäre ein cooles Upgrade. Ah, cool. Okay. Dann gucken wir später hier vorbei. Dann, hier unten. Ein Chip. Wir haben 5 von denen und der Chip heißt, wir können unsere Forschung fertig machen. Aber, ich spiele schon wieder seit einer Stunde. Ich würde sagen, die letzten Meter sehen wir beim nächsten Mal. Und dann bekommen wir endlich diese Batterie, die sagt, dass wir der Möwe ihre Quest fertig machen können und dass unsere Drohnen nochmal besser werden. Vielleicht lohnt sich dann die Drohnisierung erst recht. Und wir haben sogar 2 Barren für nochmal eine Insel und den Kleber haben wir auch schon. Also wir können uns noch die letzten beiden Inseln beim nächsten Mal auch noch angucken. Vielleicht wird das unsere Verpackinsel oder sowas. Und wir haben einen Cave Story Kopf bekommen. Sehr schön. Ja, okay, dann sind wir für heute erstmal fertig. Beim nächsten Mal will ich unbedingt für die Möwe das Upgrade holen, damit die Drohnen besser sind. Dann will ich noch alle Inseln eigentlich überarbeiten, weil wir haben mit diesen Megafabriken hier oben zum Beispiel, können wir halt alles ändern und dann einfach 100 Titan auf einmal herstellen lassen, statt 3 pro Maschine mit 200 Maschinen. Und dann haben wir später auch noch hier die Mega-Raffinerie, glaube ich, oder sowas. Das wird ja nochmal dasselbe Spiel. Wir müssen alles verpacken lassen, alles von der Logistik ändern und so. Ich weiß noch nicht, wann ich es angehe. Es wird auf jeden Fall dann mehr zusammengeschnitten, weil alle Inseln zu überarbeiten. Die hier muss ich auch noch komplett overhaulen. Hier ist auch noch alles falsch und so. Das wird Zeit beanspruchen, aber beim nächsten Mal erstmal Möwenquest und dann gehen wir ins All. Ich notiere es mir einfach. Eine neue Notiz. Zack. Notizen sind gemacht. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Ich rüste meinen Kopf wieder aus. Und ich notiere mir noch Haus bauen. Weil hier ist ja irgendeine Baustelle, die wir uns vielleicht angucken können oder einfach mit Rechtsklick fertig bauen können oder so. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimbelmann, der in Drohnenland und Roboterland untergeht unter Maschinen und allen. Hilfe!